Europas größte Klassiker-Automobilshow legt im Jahr 2017 nochmal an Größe zu. Extra Quadratmeter erweitern die Ausstellungsfläche auf 125.000 Quadratmeter. 2018 wird es durch den Neubau der Halle 10 noch einmal 15.000 Quadratmeter Messefläche dazugeben. Zur 16. Retro Classics waren im Jahr 2016 rund 90.000 Besucher und über 800 Journalisten aus der ganzen Welt nach Stuttgart gekommen. Mehr als 1.550 Aussteller zeigten mit 3.500 Fahrzeugen eine große Vielfalt. Namhafte Oldtimer-Händler aus ganz Europa brachten ihre schönsten Automobile nach Stuttgart. Auch private Oldtimer-Verkäufe erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Spezialisten präsentieren Neoklassiker, die Sammlerfahrzeuge von morgen. Besondere Beliebtheit erfreut sich auch der große Teilemarkt, wo sich das ein oder andere Ersatzteil für die seltenen Klassiker finden lässt. Der Erfolg bringt weiteren Wachstum. In Nürnberg wird erstmals vom 9. bis 11. Dezember 2016 die Retro Classics Bavaria stattfinden. Das Programm für die Besucher und Aussteller der Retro Classics Messen ist einzigartig. Während der Allianz Retro Night entsteht ein Treffpunkt für die Klassikerbranche. Auch die Clubs feiern gemeinsame Oldtimer-Leidenschaft. Für Aufsehen sorgt die Auktion von ClassicBit, der Wiesbadener Auktion und Markt AG. Die internationale Messe Retro Classics glänzt jedes Jahr mit außergewöhnlichen Sonderschauen von Sport- und Rennwagen oder unvergessenen großen Marken. Für die Retro Classics 2017 laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Aus dem Land der Motoren kommt das Panini-Museum mit den schönsten Exemplaren nach Stuttgart. Auch aus der privaten Stangolini-Sammlung werden aufregende Fahrzeuge nach Stuttgart gebracht. Die Faszination des Rennsports wird lebendig mit der Ausstellung der Fahrzeuge von Rennfahrerlegende Roland Asch. Den stets beliebter werdenden US-Cars ist auf der Retro Classics wieder eine ganze Halle gewidmet. Wer sich erinnern möchte, wie man zu früheren Zeiten reiste, besucht die große Schau der Omnibusse. Der traditionelle Saisonstart für alle Oldtimer-Freunde ist 2017 die Retro Classics vom 2. bis 5. März. Das Jahr 2016 klingt aus mit der Retro Classics Bavaria vom 9. bis 11. Dezember 2016. Man sieht sich auf der Retro Classics.